Hallo, herzlich willkommen zum Wort für jeden Tag. Ich begrüße euch heute hier aus der Kirche in Hörste. Ich mag diese kleine Dorfkirche mit ihrem besonderen Charme. Zum Gottesdienst feiern, zum Auftanken oder einfach nur zur Ruhe, um zur Ruhe zu kommen. Die Menschen hier begrüßen einen immer freundlich und man spürt etwas von dieser gewachsenen Gemeinschaft, die oft einfach nur gut tut. Wenn ich hier sitze und zur Kante schaue, dann bleibe ich oft gedanklich bei dem Antependium an der Kanzel hängen, also an diesem Tuch, das auch die Farbe des Kirchenjahres anzeigt. Darauf sind ein paar Samen zu erkennen. Samen, Wege, die Farbe grün, und sie erinnern mich an das Gleichnis vom Sämann, das Jesus einmal seinen Jüngern erzählt hat. Da ist dieser Bauer, der den Samen ja auf sein Feld sät. Und das ist so, wie es ist. Einige Samen fallen auf den Weg neben dem Feld. Und die Vögel kommen und fressen die Samen auf. Andere Samen fallen dann auf so kargen, ausgetrockneten Boden. Viel Fels ist noch dazwischen. Die Samen, die gehen dann erst auf, aber die können keine Wurzeln schlagen. Und dann verdorren sie auch ganz schnell wieder. Und der Bauer, er sät noch fleißig weiter. Und dann gibt es natürlich noch die Samen, die unter die Disteln fallen. Die sind auch da. Unkraut findet sich fast überall. Und diese Samen, ja, die verdorren sofort. Die gehen gar nicht richtig auf. Und natürlich gibt es auch die Samen, die auf guten Boden fallen. Die dann viel Frucht bringen und ja, genau ja, das erfüllen, was der Bauer sich wünscht. Jesus erklärt seinen Jüngern dieses Gleichnis und er sagt: So wie mit diesen Samen ist es auch mit dem Wort Gottes. Gott spricht uns Menschen an. Er sagt uns, dass er zu uns steht, dass er an unserer Seite ist. Und dann gibt es Dinge, die stellen sich davor. Vielleicht so, dass ich es gar nicht begreife, was Gott mir da gerade gesagt hat. Oder dass ich das überhaupt gar nicht annehmen kann. Vielleicht sind dann auch andere Menschen da, die sagen mir, ach, das ist doch alles Quatsch. Diese Sachen aus der Bibel, die du da in der Kirche hörst von Gott, damit kann man doch nicht anfangen. Und auch das sind Sachen, die schieben sich davor. Und auf einmal kann ich das, was dieses Wort Gottes ja, mir sagen möchte, kann ich gar nicht mehr annehmen, möchte das gar nicht mehr annehmen. Manchmal höre ich auch etwas ganz begeistert. Und dann bin ich angetan von diesem Wort, von Jesus, von dem, was er getan hat, von dem, was er gesagt hat. Dann ist mir das in dem Moment ganz wichtig. Ich möchte das allen erzählen und ich spüre, wie gut mir das tut. Doch dann schlägt es keine Wurzeln, weil es nicht in die Tiefe geht. Es geht nicht auf und es verpufft und es ist dann ganz schnell wieder vergessen. Manches von Gottes Wort kommt dann auch gar nicht bei mir an. Einmal, weil ich es nicht verstehe. Vielleicht, weil es mir Menschen nahebringen wollen, mit denen ich meine Probleme habe. Auch weil ich einfach nicht offen dafür bin, auch nicht offen sein will dafür. Und dann gibt es zum Glück auch diese Worte, diese Lebenssätze, die ganz tief gehen, die ich von ganzem Herzen annehme und die mich nahe zu Gott, nahe zu Jesus führen, die mich stärken, die mir Mut machen, auf Gott zu vertrauen und die sich ganz fest in mich hineinlegen. Diese Worte, sie gründen dann ganz tief in mir und sie sagen mir, ja, du bist richtig. Du bist geliebt, du bist angenommen von diesem Gott, der sich voll und ganz für dich hingibt. Ja, das sind die Worte Gottes, die den Glauben in mir wecken, immer wieder aufs Neue. Diese Wege, die Jesus da in seinem Gleichnis beschreibt, sie sind alle in mir. Und ich merke, wie Gott in mir etwas zum Blühen bringen möchte. Selbst wenn an der einen oder anderen Stelle schon so manches in mir verdorrt war. Heute sitze ich hier in der Kirche in Hörste und ich überlege, was wächst eigentlich gerade in mir und auf welchem Boden fällt das? Es ist schon noch immer so, dass mir diese Corona-Zeit und ihre Folgen nicht aus dem Kopf gehen. Die Rede von der zweiten Welle, sie wird lauter. Die Urlaubsrückkehrer, sie bringen ja vielleicht neue Infektionen mit sich, das ist die große Frage. Auch ich musste einen Corona-Test machen, bevor ich nach Borkum gefahren bin zum Familienurlaub. Wie sehr hat sich die Welt doch verändert? Ich spüre,
wieder immer mehr von diesem Unbehagen in mir wächst. Und ich mich frage, was wird aus alledem noch werden? Manches Mal in letzter Zeit ist auch Traurigkeit in mir gewachsen. Liebe Menschen mussten sterben. Sie waren noch jung, hatten eigentlich das ganze Leben noch vor sich und nun sind sie nicht mehr da. Und auch solche Abschiede lassen in mir so etwas wie eine Taubheit in mir wachsen. Und auch die Frage, warum muss das alles so geschehen? Auf welchem Boden fallen solche Gedanken? Ich merke, wie viel Halt mir mein Glauben gibt. Das ist der Boden in mir, auf dem all das fallen mag. Und ich merke, wie viel Gott schon in mir hat wachsen lassen, was Wurzeln geschlagen hat. Da ist dieses Urvertrauen, diese Erfahrung, ja, Gott kann auch in der trockensten Einöde eine schöne Pflanze wachsen lassen. Was wächst gerade in dir? Und auf welchem Boden fällt es? Ich mache dir Mut, bei dem, was du in dir entdeckst, auch noch einmal hinzuhören. Was hat Gott mir gerade eigentlich zu sagen? Was streut er gerade in mich hinein und was lässt er da wachsen? Ich nehme mir noch etwas Zeit dafür. Heute hier in Hörst in der kleinen Kirche. Vielleicht findest du auch Zeit, egal wo du gerade bist, in dich hineinzuhören und ein paar Worte des Lebens in dir wachsen zu lassen. Ich spüre immer wieder, mich lässt das wachsen und gedeihen. Alles Gute und liebe Grüße aus Hörste.